Hallo meine Lieben, ich möchte euch heute mal ein Mini-Album zeigen, das ich gebastelt habe. Den Link setze ich euch unten rein, von wem ich die Idee habe und die Anleitung. Ja, das habe ich mir so ein bisschen selber ausgedacht, aber dazu kommen wir gleich. Es geht hier um ein Babyalbum, wo man die ersten 12 Monate mit Bilder bestücken kann. Ist ein 8x8 Mini-Album mit 4 Seiten und viel Hin- und Her-Flap-Gedöns. Ich habe hier hinten nur so einen kleinen Tag gemacht und ein paar Fähnchen. Und da ich auch noch nicht weiß, wie das Baby heißen wird, ich verschenke das Album, habe ich da auch keinen Namen drauf gemacht. Habe mir hier so ein mit der Silhouette so ein Body ausgeschnitten. Und da man schon weiß, dass es ein Mädchen wird, so ein bisschen auf Mädchen getrimmt, aber mehr habe ich ja auch nicht gemacht. So, dann legen wir hier schon mal los. Das wäre dann schon mal die erste Seite. Ich muss mal gucken, ob ich euch noch weiter wegkriege. So. Das wäre jetzt die erste Seite. Die kann man hier nochmal aufflappen. Da ist dann der erste Monat und der zweite Monat drin. Die habe ich mir mit einem, beim Silhouette Store ausgeschnitten. Und diese ganzen Stacks, da habe ich Tags und Sticker, da habe ich mir von AliExpress was bestellt. War super günstig und auch super schön. Hier muss ich nochmal mit dem Kleberadierer hin. Irgendwas klebt da. Ja, das sind dann Monat 1 und Monat 2. Dann kann man hier das Ganze auch nochmal aufmachen. Das ist dann nochmal mit einem Magneten extra verschlossen. Und das ist dann hier so eine Tasche. Das war leider so die einzigste Tech-Stanze, die ich habe. Deswegen habe ich da was, ja, mit Schmetterling passt ja auch ganz gut. Ist aber eigentlich nicht so dafür gedacht. Aber egal. So, dann kommen wir hierzu. Immer wenn hier so ein Bändchen dran ist, kann man das auch aufflappen. Das heißt, wir haben dann hier nochmal was. Auch noch mit einem Tag dran, was man hinten noch beschriften kann. Oder hier dann auch nochmal ein extra Tag drin mit einer extra Pockettasche. Dann weiß und hier habe ich es nochmal zum Beschriften gemacht. So. Wenn das wieder zuklappt, kann man das hier auch aufmachen und dann können hier auch Bilder hin. So. Dann haben wir hier noch einen großen Tag, der in der Seite drin ist. Hier ist dann der dritte und der vierte Monat. Das ist einmal halt mit Designpapier gemacht und einmal so in Weiß gehalten. Ich arbeite halt sehr gerne mit einer schwarzen Mattung. Ich finde das wirklich immer, sieht immer irgendwie schön aus. Ich habe das nächste Album, was ich gemacht habe, war ein Einschulungsalbum, nicht mit einer schwarzen Mattung gemacht, aus der Not heraus. Sah aber auch ganz gut aus. So, hier an der Seite sieht man dann halt immer die Monate. Dann gibt es hier nochmal eine größere Pockettasche, da ist auch nochmal was drin. Und hier dann nochmal eins. Dann ist hier nochmal eine Pockettasche, da habe ich noch so ein kleines Dings mit drin. Und hier nochmal ein Tag. Und dann kann man hier wieder an der Seite, das klemmt immer ein bisschen, also das ist dann immer gleich gehalten, das wäre dann 5 und 6. So. Ihr seht hier noch ein kleines Loch. Ich habe ein bisschen schwer getan mit der Außendeko. Das sah vorher alles ganz anders aus, aber naja. Dann kann man das hier so nach oben und nach unten klappen. Kann man jeweils auch nochmal Fotos oder Text hinschreiben. Und das Ganze kann man auch mal
nochmal nach oben klappen. Dann hat man hier nochmal so eine Pockettasche. Jetzt zwei Fototaschen. Und einmal eine etwas größere. So, dann haben wir hier auf der Seite wieder was zum Öffnen. Wo wir dann auch wieder Fotos hin können. Und so einen kleinen Fleck. Als so eine kleine Fleck-Tag oder wie man das nennt, habe ich dann auch nochmal was zum Draufschreiben gemacht. Man hat ja vielleicht auch ein paar Notizen, die man sich machen möchte. So, das Ganze muss noch ein bisschen besser werden beim Rausziehen. Wieder genauso wie das andere auch. Das ist der 7. und der 8. Monat. Ich habe auch bewusst nicht ganz so viel Deko gemacht, weil die Person, die das bekommt, selber auch Mini-Alben macht. Und ja, da habe ich mich dann eher ein bisschen zurückgehalten. So, dann kommen wir zur nächsten Seite. Dann ist da nochmal so eine große Fotomatte und zwei so Tags. Ich wieder gemacht, dass man hier vielleicht nochmal was reinkleben kann und was draufschreiben kann. Und ja. Zum nächsten. Da habe ich mich auch ein bisschen schwer getan. Das war eigentlich ganz anders gedacht, aber ich habe nicht daran gedacht, dass ich eine ganz andere Bordürenstanze habe. Dann hat das Ganze nicht mehr funktioniert, wie das sein sollte, und dann habe ich das halt mit einem Magneten geschlossen, und diesen großen Igel, den hatte ich noch irgendwo, und ich finde, das hat ganz gut gepasst. Das kann man dann halt auch nochmal aufmachen. Dann hat man hier wieder eine Fotomatte. Hier kann man was schreiben, und das Ganze lässt sich dann wieder aufklappen. Und hier hat man dann wieder so eine Tasche, wo man was reinstecken kann, und nochmal eine Fotomatte. Dann haben wir hier nochmal einen Tag, der sehr viel besser geht. So, und dann kommen wir zur letzten Seite. Da ist dann wieder so ein, was man hier aufmachen kann, wo man dann auch wieder Platz für Fotos hat. Ich weiß auch noch nicht, ob ich da den Stempel hinmache, Foto hier platzieren, oder ob ich das lieber so lasse. Dann kann die Person, die das bekommt, einfach freier wählen, was er dann mit den weißen Seiten macht. Das hier hat wieder ein Band, also kann man es wieder aufmachen. Dann ist hier wieder so eine kleine Pockettasche mit einer Fotomatte und nochmal eine extra Fotomatte. Und hier kommen wir dann zur letzten Seite, was dann auch am Buchdeckel ist. Und da ist dann Monate 11 und 12 drin. Wieder in so einer Pockettasche. Ja. Und das war das Ganze schon. Und dann habe ich gedacht, ich mache dazu noch was anderes. Und zwar sind das so kleine, da habe ich nochmal sowas drauf geschrieben, wie gesagt, mit Deko. Außendeko tue ich mich da eher schwer. Hier, so ein kleines Blattding, kann man was reinstecken. Das heißt, ich habe das drunter festgeklebt auf dem Deckel und das andere mit 3D-Form. Und hier sind Kärtchen drin, was halt Babys Schritte waren. Also, kann ich euch wieder ein bisschen näher ranholen. Da habe ich so eine, ja, wie so einen Ordner gebaut, auch wieder mit Graupappe, wo dann hier diese ganzen Kärtchen drin sind. Wo ich das her habe, verlinke ich euch auch. Ich glaube, das hieß Zwillingsschwestern, ich weiß es nicht mehr genau. Wie gesagt, ich verlinke es euch. Und das sind dann hier so, heute bin ich zur Welt gekommen. Und hinten drauf habe ich immer eine weiße Matte hinten drauf gemacht, damit man hier vielleicht auch das Foto drauf machen kann. Es ist ja dazu gedacht, dass man das mit ins Bild legt, wenn man das Baby fotografiert. Dann kann man das vielleicht hinten auch draufkleben. Das war so eine Idee von mir. Ich weiß nicht, ob es gefällt, muss man gucken. Heute bin ich eine Woche alt geworden. Heute bin ich 2 Wochen alt und so weiter und so fort. 3 Monate, 5 Monate, 6 Monate und dann ein Jahr. Und dann heute habe ich zum ersten Mal gebadet. Heute habe ich zum ersten Mal durchgeschlafen und so weiter und so fort. Also ich bin gespannt, wie das ankommt. Wie gesagt, die Person bastelt das selbst gern, aber ich habe niemanden, dem ich sonst so schenken kann.
Und da muss ich halt herhalten. So, das ist das, was ich euch jetzt mal zeigen wollte. War mein erstes Mini-Album überhaupt in dieser Form. Und ja, ich bin schon richtig stolz darauf. Und ich habe echt lange daran gearbeitet. Also, dass manche nur einen Tag oder zwei Tage an einem Mini-Album sitzen, kann ich nicht nachvollziehen. Vielleicht ist das ein bisschen aufwendiger, ich weiß es nicht. Das waren schon ein paar Wochen. Also, falls es euch gefallen hat, hinterlasst mir doch mal einen Kommentar. Oder falls ihr auch einen YouTube-Kanal habt, dann hinterlasst auch einen Kommentar, dann komme ich euch mal besuchen. Also, bis dann. Tschüss.